So, wir wollen mal für Simeon ein Auto besorgen. Der hat uns gerade eine SMS geschickt, dass er ein Fahrzeug haben möchte. Wir wissen nur, wo es steht. Und zwar steht es am Golfplatz. Golfplatz, ja. Dann würde ich sagen, fahren wir mal zum Golfplatz, gucken uns die Karre mal an und werden die mal Simeon besorgen. New Sensation. Ja, ich warte die ganze Zeit darauf, dass Take That beziehungsweise die Backstreet Boys waren das, glaube ich, hier im Radio bei Nonstop Music laufen. Ich habe gehört, es soll es geben. Und das würde ich ja jetzt mal selber prüfen, ob das wirklich so ist. Da. So, den Eimer will er haben. Dann stellen wir uns mal ganz dekadent auf zwei Parkplätze. So, dann gucken wir mal. Keiner da? Der Platz war da auch nicht. Keiner da. Okay, dann schnell. Boah, natürlich gleich wie die Scheibe eingehauen. Na, super, die kommst. Erstmal wieder auf eine Stop-Mucke. So, dann mal schnell weg, bevor die Cops kommen. Ah, da kommt schon einer. Machen wir das so. Gucken wir mal. Fahren wir hier hin. Hinter die Hecke. Und gucken wir mal, ob die Bullen vorbeifahren. Können wir da kurz vorbeirushen. Aber theoretisch müsste die Putzelei, müsste ja die Straßenverkehrsordnung berücksichtigen. Ja, tun sie. Ah, sie haben mich gesehen. Scheiße. Nein, wir halten nicht an. Niemals. Echt jetzt? Meine Fresse. Ja, ohne Schneeketten bzw. Winterreifen ist das für ein Arsch. Oh, war so klar, ey. Ui. Ui. Oh, der blinkt nicht. Und zwar schnell verstecken. Hallo. So, dann wollen wir den jetzt mal umlackieren. So. Alter, der Schnee. Ich bin froh, wenn er weg ist. Kann ja keine Winterreifen kaufen bei Los Santos Customs. Lackieren. Ist eigentlich scheißegal. Nee, was mache ich eigentlich? Zu viel Kohle will ich doch gar nicht ausgeben. Ich mache ihn schwarz. So. Mal sehen, wie viel wir in den Eimer kriegen. Aufwand war ja nicht ganz so hoch. Lackierung 840, ich glaube vorher heil waren nochmal 300 etwas. Ja. Und mit 4000 Euro Dollar da rauskommen, dann klappt das. Bin ich zufrieden. Mal zusehen, dass wir den Wagen heil jetzt an den Hafen kriegen. Dann geht er nach Rumänien. Ja, war ja klar. Ja, gut. Wird nach Rumänien verschifft oder so. Ich weiß nicht, wo es hier mehr herkommt. Ey, wieso will ich auch da mit dem riesen Geländewagen an der Ampel zwischen zwei Autos durch? Ich bin ja echt bescheuert. Lady,
So, hiervon. Alter, ohne zu blinken. Scheiß BMW-Fahrer. Oh, ja, klar. So. Ich glaube, den bringen wir noch mal kurz vor hier. Zum Glück. Ah. Ist hier noch einer? Den können wir doch mal kurz reparieren. Here for the magic touch. Sollte ja eigentlich auch heute noch ein Schneesturm kommen, laut Rockstar-Seite. Irgendwie sehe ich nur Schneeflöckchen, aber kein Schneesturm. Egal, wir kümmern uns jetzt erstmal um den Wagen, dass der heil ankommt, damit sich das auch lohnt. Dann können wir ein bisschen Schlitten fahren hier. Hui. Es gibt ja auch sehr viel Schnee, deswegen ist es auch sehr glatt. Das ist ja bei den Next-Gen-Konsolen so, dass bei GTA auf den Next-Gen, je mehr es schneit, desto rutschiger wird es. So, dann mache ich jetzt mal eine Abkürzung in den Geländewagen. Vorsicht! Also ich finde den Hamburger Hafen schöner als hier den von Los Santos. Ja. Ich weiß gar nicht, ob Los Angeles, also Los Angeles auch so einen Hafen hat. So, her mit der Kohle. $5.990, ja. Minus nochmal fast 2000 für die Reparaturen und Lackierung. Na. Ja, gute Arbeit. Sehe ich auch so. Also, reingehauen.